Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Wir werden uns um das hier kümmern. Hier kommt der Bräutigam. Ich weiß nicht, worum es da geht, ehrlich gesagt, aber wir werden das schon auch in Erfahrung bringen. Demnächst, bald, jetzt sofort quasi. Und das ist der nächste Hexerauftrag, den wir dann absolvieren wollen. Und dann habe ich hier alle gemacht, die ich machen kann in Skellige. Zumindest erst einmal. Ich weiß nicht, ob noch welche dazukommen, ehrlich gesagt, weil es scheint mir doch ein bisschen wenig hier zu sein. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. So, zack, da ist er. Du bist nicht von hier, wie ich sehe. Korrekt. Was führt dich nach Speaker Oak? Ich höre, hier gibt es Arbeit für einen Hexer. Ja, meine Schwester nervt schon immer zu damit. Ich habe einen Aushang gemacht, damit sie Ruhe gibt. Ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass sich jemand dafür interessieren würde. Worum geht es denn? Der Verlobte meiner Schwester ist verschwunden. Die Leute sagen, er ist weggelaufen. Meine Schwester sagt, sie habe gesehen, wie er von einem Monster verschleppt wurde. Du glaubst deiner Schwester wohl nicht? Sie hatten gute und schlechte Zeiten. Nils ist ein notorischer Schürzenjäger und Britta ist nicht der einfachste Mensch. Aber Familie ist mir heilig. Nimmst du dich der Sache an? Naja. Mal sehen, was ich tun kann. Zuerst will ich mit deiner Schwester reden. Britt und Nils hatten einen Lieblingsort. Die Klippen nördlich des Dorfs. Seit er weg ist, wandert sie da herum. Danke. Ich gehe zu ihr. Na gut, dann sprechen wir mal mit Britt. Mal hören, was die zu sagen hat. Und ob wir dann ein bisschen weiterkommen. So, ich vermute, ich soll da weiter. Manchmal ist diese Navigationsgedöns mit der Karte ein bisschen strange. Vielleicht doch reiten soll. Naja, jetzt bin ich eh gleich da. Jetzt lohnt sich das auch nicht mehr. Das haben wir nämlich schon. Und da ist auch die Britt. Ich muss mit dir reden. Lass mich in Ruhe. Nö. Hast du gesehen, wie Nils starb? Ich sah einen Schatten. Große Flügel, wie eine Wolke am Himmel. Dann hörte ich ihn schreien. Etwas packte ihn, riss ihn hoch und flog zu den Höhlen am Strand. Aber er lebte noch. Er schrie meinen Namen. Ich kümmere mich darum. Ich sollte mich in den Höhlen umsehen, wie Britt erwähnt hat. Okay. Na dann. Das mache ich aber mal lieber mit Plötze, dass mir nicht zu weit weg zum Laufen. So, na dann. Wollen wir uns mal umschauen. In den Höhlen. Na, da lang. Langsamer. Nicht langsamer, schneller. Es schüttet wie aus Eimern. Ja, ist blöd. Haben wohl alle noch. So, mit dem Pferd geht es auf jeden Fall um einiges schneller als zu Fuß. Und man kann auch länger sprinten. Oder galoppieren oder whatever. Weil das Pferd halt ein bisschen mehr Ausdauer hat als der Hexer Geralt. Was ich sehr, sehr, sehr merkwürdig finde. Geralt hat doch selber Lungen wie ein Pferd. Das ist nicht dein Tag. Was? Scheiß auf die Banditen, ich habe hier andere Dinge gerade. Was sind überhaupt Banditen wahrscheinlich? Da sind wir gleich auf jeden Fall bei der Höhle. So, dann erkunden wir die mal. Ich sehe da schon einen Gegner. Boah, Geralt, ernsthaft? Da kommt er nicht durch. Du bist einfach zu fett oder so. Keine Ahnung. Oder plötzlich zu dumm oder. Aasgestank. Nekrophagen. Ah, hat gespeichert. Werden wir sehen, was auch immer das war. Hier ist ein Ertrunkener.
Oh, tschüss. Ertrunkene könnten Nils unmöglich hochheben. Sind die nicht stark genug? Okay, ich glaube, ich muss nochmal zurückgehen. Nochmal hier lang. Ja, weg mit euch. Was ist das auf dem Boden? Ist das ein Riss oder was soll das darstellen? Sirenenspuren. Sehr große Sirenen. Ah. Toll. Haben die sich hier zu Untertanen jetzt gemacht oder wie? Dann dürften wir wohl gleich auf Sirenen treffen. Spitzenklasse. So, was haben wir denn hier? Melusine, die verrückte, gefährliche Dame aus der Tiefe. Die ist hier eindeutig verehrt worden. Mhm. Meine Waffe ist putt. Kein Problem. Denn ich besitze sowas hier. 89, ja, 89 ist okay, damit kann ich leben. So, dann schauen wir uns mal ein bisschen weiter hier um, würde ich sagen, weil noch haben wir nichts gefunden, was uns auf die Spur der Sirenen bringt. Ah, was haben wir denn hier? Lass mich... Boah, geht doch vorbei. Seltsame Farbe. Das ist keine gewöhnliche Sirene. Auf dem Altar liegen die gleichen Schuppen. Der Melusine-Kult ist nicht aus dem Nichts entstanden. Die Echidna lebt schon eine Weile hier. Hat Winterschlaf gehalten, ist jetzt aber aufgewacht und hat Hunger. Ja, muss ja auch mal sein. Ich meine, die müssen ja auch mal irgendwie essen dürfen, wa? Was ist denn da los? Was jetzt, du Schlingel? Ich frage mich ja immer wieder, wie kann Igni auf dem Wasser überhaupt wirken, aber. Oh, das war falsch. Hä? Hä? Hm? So. Schnell nochmal, bevor hier irgendwas getriggert wird. Nein, verdammt. So, bevor irgendwas getriggert wird, einmal kurz heilen. Ich glaube zwar nicht, dass hier irgendwas getriggert wird, weil ich glaube, ich bin hoch. Aber trotzdem, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Aha. Eine Leiche. Nils, das muss er sein. Ein Monster hat ihn aus großer Höhe fallen gelassen. Britt hat nicht gelogen. Kommst du runter zu mir? Wollen wir ein bisschen spielen? Die kommt. Ey, ich hab... Ey, wir können das doch die ganze Zeit so machen. Ist überhaupt kein Problem. Du musst nicht unbedingt runterkommen. Oh, jetzt bist du ja doch unten. Blöd, ne? Oh, jetzt bist du tot. Ach, ist noch blöder. Eine Muschel. Lamia Haarlocke, Assassinenhose. Das nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich nicht mit. Weil ich habe davon schon einige gefunden, die finde ich alle nicht so geil. Brauche ich also nicht. Ging relativ schnell. Ja, jetzt holen wir uns unsere Belohnung ab. Die Frage ist, wie komme ich denn jetzt am schnellsten wieder zurück? Wahrscheinlich auch wieder durch die Höhle, ne? Vielleicht sollten wir mal eben...
Warte mal, wodurch habe ich den Schaden bekommen? Jetzt durch das Runterfallen oder durch den Kampf mit der Sirene? Die hat mich ja nur einmal getroffen. Naja. Was soll's. So, wieder aus der Höhle raus. Unsere Belohnung von Kevan holen und ja, dann haben wir es schon. Dann haben wir das Ganze schon. Da muss ich mal gucken, was ich jetzt mache. Ich glaube... Los, lauf! Plätze? Danke. Ich glaube, dann werde ich mal versuchen, Plätze ein bisschen zu erziehen. Nein, dann werde ich das mit dem Waldgeist, glaube ich, machen. Weil ich weiß ja schon, wo er ist. Ich muss ihn dann nur noch bekämpfen. Das ist halt vorher nicht möglich gewesen. Jetzt geht's allerdings, hoffe ich. Oder denke ich, meine ich. Wir werden wahrscheinlich immer noch nicht viel aushalten, aber wir machen ihm wenigstens jetzt auch Schaden. Und ich habe Reliktöl, das heißt, das können wir uns einfach mal draufschmieren, was auch immer Reliktöl mir bringen soll. Keine Ahnung. Ich hätte auch das machen können. Naja, das mache ich später. Haben ja noch Zeit. Toll, jetzt wäre da richtig gewesen, oder was? Ja, dann. Reiten wir halt den Weg mit. Ja, plötzlich. Läuft bei dir. Komm schon, mach weiter. Los. Belohnung her, Belohnung her, Belohnung her. Meister Hexer. Ich habe eine alte Echidna in einer Höhle am Strand gefunden. Zähes Biest, aber ich habe sie getötet. Naja, geht so. Dann wurde die Wahrheit gesagt. Ein Monster hat Nils geholt. Und ihn umgebracht. Die Leiche liegt in der Höhle. Ich muss sie holen. Hexer, würdest du Britt wohl sagen, was mit ihrem Verlobten passiert ist? Gut, ich rede mit ihr. Das ist das Mindeste, was sie verdient. Jetzt fühle ich mich wie ein Idiot, meiner eigenen Schwester nicht geglaubt zu haben. Nimm dies. Harte Arbeit muss bezahlt werden. Wiedersehen. Naja, vielleicht bekommen wir auch noch mal ein bisschen Erfahrungspunkte, wenn wir mit ihr noch mal reden oder so. Kein Nordling wird jemals die Insel verschwinden. Boah, geh weg von meinem Pferd. Alter, jetzt steht der vor Plötze und ich kann nicht auf... Das ist ja unglaublich. Ach, Plötze, du bist schon ein Trottel, ey. Komm. Hopp, hopp. Lauf, Plätze. So, naja. Eigentlich wäre das Geralt total egal, weil was kümmert ihn das denn? Aber wir sagen ihr das mal eben. Boah, Plätze, bleibt doch nicht immer stehen, ey. Lauf doch einfach weiter. Langsamer. Lauf doch einfach weiter. Ich muss mit dir reden. Lass mich in Ruhe. Nö. Dein Verlobter ist tot. Eine Echidna hat ihn gefangen und getötet. Nils. Es bringt ihn nicht zurück, ich weiß. Aber ich habe ihn gerecht und die Bestie getötet. Danke. Ich wusste die ganze Zeit, dass er mir treu war. Und so will auch ich ihm Treue schwören für den Rest meiner Tage. Nimm dieses Gold. Ha. Viel ist es nicht, aber du sollst es haben. La 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 la. Danke. Ich nehme, was ich kriegen kann. So viel ist das in meinem Beruf nicht. So, noch mehr Erfahrungspunkte, noch mal Geld gekriegt. Läuft. Nur 25 Kronen, aber ist mir egal. Schneller. Hauptsache ein bisschen Cash, ne? So, sehr schön. Sehr schön. Jetzt mal kurz Hexer Aufträge noch mal gucken. Wie gesagt, hätte es war das. Ich glaube zumindest, das Ganze ist in. Ja, Novigrad stand ja auch da. Das bedeutet, wir machen jetzt das Herz des Waldes. So. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal zu einem Wegpunkt und dann werden wir uns da schnell wieder in die Nähe porten und dann bekämpfen wir den. Und diesmal dürften wir ihn ja wohl auch besiegt bekommen. Wie viel fehlt mir noch? Boah, noch fast 1000 Punkte. Das ist ganz schön happig, ey.
Das Blöde ist, viel mehr kann ich, glaube ich, auch nicht mehr machen. Wo ist denn hier der Wegpunkt? Aber ich ziehe. Da. Guter alter Axtfuhr. Ja, mach das, ist mir da egal. Interessiert mich da auch nicht, ey. So. Okay, dann machen wir das. Das sollte ja jetzt relativ schnell gehen. Mal auf nach Sund. Tja, dann muss ich mal überlegen, was ich als nächstes mache, weil viele habe ich nicht zur Auswahl. Also ich kann in Skellige, glaube ich, jetzt erstmal nichts weiter machen. Glaube ich zumindest. Müsste ich dann natürlich nochmal genauer schauen. Ansonsten habe ich nur ein paar Sachen in Novigrad zum Abgeben und so. Also ich werde dann, glaube ich, auf jeden Fall die eine Sache schon mal der Hauptquest oder so machen. Warum denn auch nicht? Wir werden uns dann mal mit Yennefer treffen. Auf den Leichenschmaus gehen. Das wird super. Oh, hier bin ich. Ah, scheiße. Bin ich ja schon. So, kann ich das einmal. Mann, ja, aber ich mache jetzt auch wenigstens Schaden. Das ist ja auch schon mal was. Und ich kriege nicht mehr ganz so viel. Au. Okay, ganz so viel ist vielleicht auch falsch. Ups. Kannst du mal aufhören mit deinen scheiß Vögeln, ey. Alter, kann er mal aufhören mit den verkackten Raben? Was soll denn das? Stressbacke, ohne Witz. Boah, komm doch nicht die ganze Zeit mit deinem blöden. Oh, das war. Oh, das war. Boah, lass mich doch mit deinen Wölfen in Ruhe. Nee. Vorbei hier. Scheiße. So, egal, der ist tot. Oder? Ja. Bam, Junge. Bam in die Fresse. Ich habe nur 50 Erfahrungen gekriegt dafür. Also für das Monster wahrscheinlich nur, ne? Oh! Geh weg. Unirdisches Tier, du. Jetzt war es auf einmal ganz einfach. Wie krass das ist, nur weil ich ein Level gestiegen bin und weil die dann der Meinung sind, jetzt kann man schaffen. Ich habe mir vorher gar keinen, also Schaden hat man ihm gemacht, aber es wurde ja so gut wie nichts abgezogen davon. Finde ich schon ziemlich krass. Und dass das dann auf einmal, zack, jetzt geht's doch. Hat sich der Wald irgendwie gerade verändert? Ich weiß auch nicht, das sieht alles sehr merkwürdig aus. Naja. Ich hole mir meine Belohnung, mehr interessiert mich nicht. Wir sind pragmatisch, wie gesagt, veranlagt. Wir haben das Monster getötet, alles ist gut. Wenn die jetzt andere Probleme haben, bei anderen Monstern können sie gerne kommen, der Rest ist mir scheißegal. So sieht es aus. Ach, Plötze. Hey. Außerdem kriegen wir Geld dafür. Und das ist genau das, was uns natürlich interessiert. Geld. Für unsere Aufträge. So. Okay, na dann. Lass mal rüberwachsen, die Flocken, mein Freund. Oder auch nicht. Was ist denn hier passiert? Hey, seht euch das an! Ich sagte euch doch, dass es der Hexer schaffen würde. Was ist passiert? Du hast für uns das Biest erledigt. Wir selbst haben dessen Komplizen erledigt. What? Keine Sorge, unsere Vereinbarung gilt. Du hast dir dein Gold verdient. Es hat sich nichts geändert. Der Waldschrat ist weg, aber im Dorf haust noch immer ein Mörder. Deine Arbeit hier ist erledigt, Hexer. Du hast deinen Teil getan und ich meinen. Und damit willst du im Dorf durchkommen? Die Menschen werden sich beruhigen. Sie werden verstehen, dass die Schuldigen bestraft werden müssen. Hört ihr's? Mein Dorf wird nicht von Angst beherrscht. Es gibt keine Morde mehr. Geht nach Hause! Und was dich betrifft, Hexer, verschwinde! Hier gibt es keine Monster mehr.
Na dann. Das soll mir eigentlich auch egal sein. Wir haben erledigt, was erledigt werden musste. Von daher ist alles in Ordnung, mehr oder weniger. Haben wir jetzt die Olle getötet? Nee. Keine Ahnung. Naja, soll mir auch egal sein. So, was machen wir denn als nächstes? Jetzt muss ich erstmal gucken, was wir überhaupt noch machen können. Das zum Abgeben, die sind in Novigrad, beziehungsweise Velen. Das kann ich leider noch nicht machen. Zu Ehren der Göttin, ja, ein Rennen, okay. Ich könnte natürlich auch das machen, die, besiege Moissack, den werden wir, glaube ich, eh noch treffen, ne? Später, denke ich mal. Bestimmt. So, dann haben wir die noch nicht. Ich glaube, Monster, Hexeraufträge kann ich nur noch in Skellige machen. Ich glaube, also das müsste er, Novigrad. Also hier kann ich auch nichts weiter machen. Das heißt, in der nächsten Folge werde ich mal ein bisschen das hier machen. Hauptquest ein wenig vorantreiben, nicht wahr? Und tja, gespannt darauf warten, dass wir wieder zurück nach Novigrad kommen. Beziehungsweise wir könnten ja theoretisch schon zurück und dann die beiden Quests machen und die beiden Hexeraufträge. Das, ja, das geht eigentlich schon, ne? Und dann hoffen, dass ich Level 21 werde, damit ich dieses Turnier spielen kann. Weil ich will das echt spielen unbedingt. Naja, aber für die Folge mag es das gewesen sein. Ich werde hier nur was anderes kurz mal markieren. Denn natürlich werden wir Yennefers Wunsch entsprechend uns formell ankleiden, ne? Wir wollen ihr ja einen Gefallen damit tun. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und bis dahin, haut rein.